Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für die Fußball-Europameisterschaft. Denn rund um die Finalspiele der Euro 2020 im Londoner Wembley-Stadion ist eine heftige Diskussion entbrannt. Hintergrund ist die steigende Zahl der Ansteckungen mit der Delta-Mutation des Coronavirus und der damit verbundenen Gesundheitsrisiken durch Reisende. Denn die Inzidenz in Großbritannien steigt wieder und daher müsste die britische Regierung Quarantäneauflagen für UEFA- und FIFA-Funktionäre, Politiker, Sponsoren und Journalisten anordnen. Sollte die Regierung um Premierminister Boris Johnson keine Sondergenehmigung erteilen, könnte es laut der englischen Zeitung The Times sein, dass das Finale nicht mehr im Wembley stattfindet. Der Notfallplan der UEFA sehe dann vor, dass die Spiele in Budapest ausgetragen würden. Bisher waren dort in dem mit 61.000 Zuschauern vollbesetzten Stadion nur drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale vorgesehen.